Das wollte ich eigentlich jetzt gerade gar nicht, das war eingespeichert noch. Foul, Schiri. Wie im letzten Spiel, ich nehme den Ball wieder. Yo, hey Leute, hier ist mal wieder euer Danetics. Willkommen zum dritten Video der Koop-Saison. Jens ist natürlich auch wieder dabei. Ihr seht gerade Servus. schon im Hintergrund die Barcelona-Aufstellung von uns. Wir haben 4-3-3 umgestellt. Ist eigentlich selbsterklärend, mal Messi auf rechts und Suarez in der Mitte. Aber ja, an sich denke ich mal ein gutes Team und wir sehen uns gleich im Spiel. Ich wette Real Madrid. 20 Pesos auf Real Madrid. Oh, Real Barca gegen. Madrid, Real Madrid. Ach Was habe ich so. gesagt? Real Madrid. Das war klar. Naja, Ist geil, bei egal. mir steht aber oben Barca gegen Barca. Ja. Also ich denke mal, Isco und so spielt schon bei Real Madrid. Ich bin rot, glaube ich, oder? Bist Okay, rot. gut. Das hat mir ja beim ersten Mal die Verwirrung, wer jetzt rot ist und wer nicht. Oh Gott. Oh Gott. Gareth Bale, der spielt den Ball eh in die Mitte. Warte. Ich deck Ronaldo. Okay. Oh Gott. Unsere Defensive. Ja. Immerhin gehalten. Suarez. Hey, foul. Oh, der ist geil. Der ist Oh, geil. Hol ihn dir, hol ja, dir. komm. Schieb ihn rein. Was? Den hält Casillas noch mit dem Fuß, ey. Oh Mann, ich hab gedacht, der geht rein, ey. Oh. Der wäre auch richtig geil gehalten. Lauf. Ich stehe irgendwo im Abseits rum. Okay, Sergio Busquets sollte man jetzt nicht schießen, aber immerhin schön Ball spielen. Und 1 zu Yeah, 0. das war doch schon Jawohl. wunderschön. Das war wunderschön Noch eine gespielt. Drehung davor. 15. Minute 1 zu 0 durch Lionel Messi, linker Fuß, schön reingehauen das Ding. Er kann's halt. Er kann es halt einfach. Ich meine, er hat eine 95er-Bewertung hier. Ich meine, muss man ja auch irgendwie sehen durch die totalen Lecks hier gerade bei mir in der Torwiederholung. Aber dürfte ja nicht so schlimm sein. Immerhin Jo. frühe Führung für uns. Ich glaube, wir brauchen noch 4 Punkte, denn wir haben ja aufgestiegen in die nächste Liga. Deswegen 3 hätten wir zu dem Zeitpunkt jetzt hier schon mal. Geht ja eigentlich ganz gut los. 15. Minute eben. Jo. Der Sieg muss jetzt, der muss jetzt sein, das muss jetzt klappen. Der muss jetzt eigentlich echt mal sein. Okay. Okay. Was war das denn? Kein Foul. Oh nein, oh nein, oh nein, nein. Scheiße. Gareth Bale 1 zu 1, 22. Minute. Aber immerhin eine kuriose Aktion davor. Mann, ey. Mit dem Verteidigen haben wir es halt leider nicht so. Ter Stegen dann letztendlich auch chancenlos. Ja. Naja, kann man nichts machen. Immer noch alles drin hier in Barcelona im Camp Nou. Natürlich steht es. Naja. Weil das Oh, Player Pages ist. naja. Naja. Warte, ich hab hier irgendeinen Spieler. Ich komme nicht hinterher. Boah, Glück gehabt, ey. Aber sobald sie halt einmal durch sind mit Gareth Bale oder Ronaldo, kommt man halt einfach nicht mehr hinterher. Ja. Also ich bin ja in der Mitte irgendwie mitgelaufen, aber keine Chance, das irgendwie noch aufzuholen dann. Jetzt aber. Oh, schöner Ball. Was? LOL! Was? Wie kann das kein Elfmeter sein? Was? Ich wollte ein schönes Tor machen. Ey, aber das war hundertprozentig Elfmeter. Niemals hat er den Ball gespielt. Niemals einfach. Ter Stegen. Dann halt nicht Ter Stegen. Ah, okay, Halbzeit. Ja, 1 zu 1. Wir hatten eigentlich die besseren Möglichkeiten. Ich meine, ein Torschuss, der war halt drin für sie. Auf jeden Fall noch Steigerungsbedarf für uns, aber ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass es ein Elfmeter war, aber hundertprozentig einfach. Eigentlich noch rote Karte, dann für Casillas, aber. Aber egal, FIFA, dann halt nicht. Ja, FIFA hat sich gedacht, nö, Nee, nee, heute das wäre ja nicht. zu einfach. Echt so. Paris ansprechen. Ja, wir meinen natürlich nicht Paris Saint-Germain, sondern Ja, die ganzen den Attentate eben, Terroranschlag. genau, waren ja jetzt auch schon mehrere. War jetzt nicht nur einer. Vor allem halt den Terroranschlag auf Charlie Hebdo, glaube ich, heißt die Redaktion ja. Ja.
Und Abonnent hat halt gefragt, ob wir da mal ein bisschen kurz drüber reden könnten. Wir würden das jetzt hier auch wirklich ganz kurz halten, weil es ja eigentlich ein FIFA Let's Play Koop-Saison und nicht über irgendwelche politischen Themen reden, aber ja, so natürlich ist halt schon schrecklich, sowas zu sehen und so, dass halt auch die Meinungsfreiheit, also es war ja ein Angriff auf die Meinungsfreiheit eigentlich. Ja, auf die Pressefreiheit vor allem Ja, auch. vor allem. Und deswegen, klar, unterstützen wir sowas natürlich nicht. Sind stark Nee. dagegen, denke ich mal, bist du auch, aber. Ich frag mich immer bei solchen Geschichten, wäre die Welt, zumindest in der heutigen Zeit, ohne Religion nicht vielleicht besser dran? Aber auf der anderen Seite, naja, so, also eindeutig kann man das dann auch wiederum nicht beantworten, weil Religion auch viel Gutes getan hat. Ja, ist echt schwer zu sagen, gerade bei so einem Thema Religion, da sind ja die Leute immer ein bisschen anders. Also ich Ja. bin da eher so der ungläubige Mensch. Also ja, Dito. also aus meiner Sicht kann jeder glauben, an was er will, solange ich nicht irgendwie beeinflusst werde davon und nicht gestört werde, ist mir das eigentlich sowas von egal. Juhu, bisschen Platz. Iniesta, oh je. Yeah. Bis der den Ball kontrolliert, ist auch morgen, ey. Okay, jetzt nur kein. Mein Gott, die sind schon wieder so schnell, ey. Aha, ich bräuchte so einen Boost bei den Spielern irgendwie. So einen Knopf drücken, dann kommt Nitro hinten raus. Genau. Da kommt so eine grüne Wolke aus dem. Ihr Aus dem wisst schon. Allerwertesten. Ja, Freistoß aus 35, 40 Metern. Hoffentlich Jo. darfst du schießen, den machst du rein, oder? Ich? Ja, Lattenkreuz. Ja, ich bin der Riesenfreistoßprofi. Das Ja, Freistöße kannst kann aber ich zeigen, ja. was du kannst, ich meine. Noch. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank, ich muss nicht schießen. Ah. Oh, sieht doch ein bisschen weit aus. Aber der geht doch locker rein, ey. Ich hab doch Lionel Messi hier. Wenn der jetzt reingeht, dann fress ich gerade einen Besen wieder, ey. Oh, immerhin war der Ball aufs Tor. War vielleicht ein bisschen optimistisch, aber immerhin. Warte. Ah, sorry, ich hab gedacht, du wärst nicht Iniesta. Doch, leider war ich Iniesta. Es tut mir leid. Oh Ich Gott. entschuldige mich übrigens für meine Huste. Ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Ja, ich denke mal, das dürfte nichts machen. Ich verspreche mich auch in jedem Video 20 Mal, dass es Ach, störend war. das ist ja normal. Das ist ja. Ja. Es gibt zwei Möglichkeiten auf YouTube: Versprechen oder Jump Cuts. Ich finde Versprechungen besser. Ja, echt Also so. Versprechen, nicht Versprechungen. Das ist was anderes. Ich verspreche euch jetzt, dass ich mich verspreche. Oh Mann, ey, in dem Spiel passiert hier einfach gerade mal gar nichts mehr, ey. Das ist doch traurig, ey. Ich will gewinnen. Aber ist das nicht immer so, wenn die großen Mannschaften gegeneinander spielen? Man erwartet sich oftmals so, ja, jetzt hier richtig fettes Derby, viele Tore und dann ist es doch nur ein müdes 1 Boah, zu 1. aber, gelb-rote Rote Karte Karte. für Ramos. Gelb-rot, okay. Das haben wir ja Aber. vorhin ja mal ganz kurz erwähnt. Ich weiß nicht, ob ich es reingeschnitten habe, aber als wir gehofft haben, dass es vielleicht noch so kommen wird und. Aber der Mann ist ja auch prädestiniert dafür, vom Platz zu fliegen, ne? Ja, aber ich Muss glaube, man ja auch Pepe bei dazu denen sagen. eigentlich auch. Also. Ja, stimmt. Egal, jetzt darfst du ja zeigen hier. Oh Hau Gott. den Ball rein. Mit Sergio Busquets, auf Ich jeden mach Fall. jetzt einfach mal irgendwas. Okay. Lass die Zuschauer leben. Oh, der war schön. Bisschen mehr Kraft hätte da sein können, aber Ja, er war aufs aber. Tor. Ich meine, Casillas kann den Ball ja auch mal reinlassen. So, jetzt, aber jetzt, aber jetzt, aber jetzt haben wir ein bisschen Platz. Oh ne, Ja, komm. Busquets, oh ne, der schleift einen Ach, lang. komm. Komm, doch, doch, das war. Komm. Oder du legst irgendwie, versuchst rüber zu legen, oder. Oh Gott, was? Nein, ich wollte nicht so wetten, weil du warst so von Varan irgendwie gedeckt, aber. Ja. Was war denn das für ein Abschluss, ey? Und ich wollte nicht mit dem Tricksen irgendwie so den Ball zurücklegen oder so, weil. Dann hätte ich es eh wieder verkackt. Schöner Ball. Warte, jetzt Oh, spielt sehr er gerade schön. nochmal. Oh, jetzt aber, jetzt alle. Luis Suarez. Was? Abseits, ja. Ah, Mist. War aber schön gespielt. Immerhin haben wir jetzt ein paar Möglichkeiten, den Ball mal schnell nach vorne zu spielen, weil ja Ramos nicht mehr dabei ist. Ein paar mehr Lücken. Ein paar mehr Lücken, ja. Ja, der Ball kommt an. Das wollte ich eigentlich jetzt gerade gar nicht, das war eingespeichert noch. Foul, Schiri.
Ah ja! Wie im letzten Spiel, ich nehme den Ball wieder. Ja, ich lupe mal oben auf der anderen Seite. Oh mein Gott. Oh, das war die gleiche Aktion wie mit Pogba bei Juve, glaube ich. Ich nehme ihn so ähnlich, Ball. So ja, ähnlich. Okay, ja. Diesmal habe ich ihn den Ball vom Fuß weggenommen, aber. 85. Minute Führung für uns sieht schon mal relativ gut aus, wenn wir das Ding jetzt noch über die Zeit tragen. Ich meine, Real Madrid, der nur noch zu 10. Oh Mann, ey. Es riecht hier langsam nach Aufstieg, ey, würde ich sagen. Wir hätten ja auch mal noch Zeit für Barca. Ja, wird echt mal Zeit für Barca. Ja, der chillt auch irgendwie an der Werbetafel da. Abonnent hat übrigens mal eine ganz gute Idee gehabt zum Thema Schleichwerbung. Ich soll alle Werbetafeln mit irgendeiner Marke vollbeppen und dann das Geld davon einkassieren. So alle Werbetafeln in FIFA. Jetzt aber. Ach, schade. Jetzt aber. Ah! Nein, schade! Was? Nein! Oh Gott, ey. Wenn wir jetzt noch das Gegentor bekommen. Mal richtig Druck auf. Busquets, Ball in die Mitte, zack. Jetzt aber. Jawohl. Ja, wunderschön gespielt, 3:1. Das ist der Siegtreffer. Das muss der Siegtreffer sein. Ich finde, wir sollten jetzt immer mit Barca spielen. Wäre halt ungerecht den anderen gegenüber, die sich andere Teams noch wünschen. Aber auf jeden Fall, Barca war halt das Team, das am meisten in die Kommentare geschrieben worden. Wir können es ja dieses Mal wieder so machen. Ihr schreibt wieder eure Wunschteams in die Kommentare. Das Team, das am meisten genannt wird, kommt dann bitte dran. Bitte nicht Köln. Und bitte nicht Dortmund, aber ich denke mal, es erklärt doch, sich von selber. Okay. Nee, muss nicht sein. Nur nicht Köln? Madrid, aber bei Dortmund würde ich, wahrscheinlich in Flammen aufgehen oder so. Hey, aber 3:1, immerhin war am Ende nochmal ein bisschen was los im Spiel drin. Ja. Jetzt bekommen wir wahrscheinlich noch ein Gegentor. Nix da. Ja, machen wir noch eins. Nein, Kinect! Geh aus! Bei mir, ich sehe nichts mehr! Scheiße! Ja, Kinect, geh weg! Dann dribbel ich halt mal ein bisschen rum. Ausblenden! Egal, ich mach das. Ich spiele hier gegen was. Die zwei easy. Ich bin nicht mehr blind. Ich kann wieder sehen. Scheiße, Kinect, ey, ich sollte es echt abstöpseln, kostet eh nur Strom. Okay, komm, jetzt mach den noch rein. Einfach irgendwas Schönes nochmal, zack. Kretsche. Na, fuck. komm, endlich mal eine rote Karte holen. Im Foul gegen den Torwart, warum nicht? Ja, also Endstand 3:1. War, denke ich mal, ein interessantes Spiel. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und ich überlasse wieder die Worte Jens. Kann euch wieder was erzählen, euch nochmal verabschieden und so. Zu nett. Ja, war eine großartige Partie. Ich hoffe, das geht so erfolgreich weiter. Und bis zum nächsten Mal. Adieu.